Einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei NYSA 36 und herzlich willkommen zum Werkstatt-Update. Schauen wir uns an, was passiert ist. Hier hätten wir jetzt also meinen Arbeitsplatz. Hebebühne. Da steht dann der Ofen. Die Regale kommen noch weg. Es kommt noch viel weg. Ja, aber damit ihr zumindest schon mal einen Anhaltspunkt habt, um was es überhaupt geht. Werkzeuge hängen schon so in etwa. Fertig bin ich noch nicht. Das ist alles, muss ich alles alleine machen. Der Schreibtisch wird verschrottet, nehme ich an. Das haben wir ja gesehen. Das ist im Übrigen mein altes Stativ. Ja, so schaut es aus. Dann blicken wir mal hier hin, ob der Schrank da stehen bleibt. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auch unschlüssig. Ja, Werkzeugwand habe ich aufgehängt. Ja, so sieht das Ganze aus. Meine Schlauchtrommel habe ich da unten. Mein Werkstattstuhl ist auch noch da. Kompressor, Schweißgerät. Alles hier in dem Eck. Und da kann es bleiben. Ich meine, so oft lasse ich den Kompressor ja auch nicht laufen. Dann haben wir hier so eine kleine Wand. Dann haben wir hier so eine kleine Wand. Und ihr seht schon von der Helligkeit her, dadurch, dass ich hier eine LED-Lampe habe mit einer Röhre, da kommt noch eine rein, da habe ich eine verflucht helle LED-Lampe. Ich habe auch noch eine, zwei, drei, Moment, wie viel habe ich jetzt noch? Wo habe ich denn die hingetan? Hallo, Lampen, wo seid ihr? Eins, da hinten, hinter der Sandstrahlkabine. Ja, und was haben wir gebastelt? Ich muss ja noch was berichten, ihr Lieben. Der herzallerliebste Michael ist aus Deutschland hierher gefahren, um mir zu helfen. Und bei der Gelegenheit hat er dann gleich noch ein paar Ersatzteile für unsere Kawasaki ZL900 mitgebracht. Ja, und was habe ich mit Michael produziert? Ich schaue da immer so hin, ob ich das euch zeigen kann. Lassen wir das Chaos mal beiseite, da jetzt mal nicht dran stören, sondern schaut es euch einfach an, was der Michael und ich produziert haben. Wir haben uns einen Kapuff gebaut. Ja. Also da ist jetzt zur Decke hin noch ein bisschen Platz. Da oben habe ich schon zwei Regale stehen. Ich habe hier noch Regale, die ich dann da hochwuchten möchte. Also nicht, Moment, nicht dieses Regal hier, sondern die, die dahinter stehen. Drei Stück, die möchte ich da oben noch hinstellen. Dann sind die aus dem Weg. Ich brauche sie nicht verschrotten oder zusammendreschen oder was weiß ich was alles. Natürlich herrscht hier noch Chaos. Liebe YouTube-Gemeinde, ich mache das Ganze hier alleine, bis auf dem Samstag, als der Michael da war. Und wie habe ich mir das vorgestellt? Wir haben ja hier das Fenster. Das ist jetzt noch das Ultraschallgerät, aber da möchte ich mir auch noch was einfallen lassen, dass das irgendwo anders hinkommt. Aber die Sandstrahlkabine soll definitiv hier stehen bleiben. Mein Schlauch vom Kompressor ist lang genug. Den klemme ich dann da an und dann kann ich sandstrahlen. Und dann werde ich noch ein Schläuchlein produzieren. Bauen oder mir eins besorgen, das dann entweder raus zum Fenster kommt oder wir dürfen hier auch ein Loch in die Wand bohren. Das möchte ich sowieso machen. Ich möchte hier irgendwie so einen Abzug oder sowas reinmachen. Ja, und alles, was zum Version war das 4.0, 5.0 da hinten gestanden hat, die Räder, die sind jetzt hier hinten drin. Ja? Das bleibt so, Chaos, alles hingestellt, aus dem Weg geräumt. Und diese ganzen Fächer hier, die möchte ich, wie man schon sieht, für die ganzen Öle und die Verbrauchsmaterialien, die man nicht so oft braucht, und die Spraydosen, die man hin und wieder mal braucht, Fett und so weiter, das soll alles da hinten rein. Und dann ist das da aus dem Weg. Ja. Ich warte ja noch, bis der Markus soweit ist, dass er Zeit hat, dass wir sein Lager ausräumen
und mit den Hochregalen hierher kommen. Und dann haben wir hier nämlich einmal die Wand komplett, habe ich rausgezoomt, ja. Einmal die komplette Wand hier, da kommen Regale hin und dann hier diese 4 Meter. Also sind es insgesamt 5 Laufmeter und da hätten wir ja vielleicht auch noch Platz für ein Regal, obwohl ich da gerne diesen Schreibtisch hinstellen würde. Ja, und ich sage es nochmal, liebe YouTube-Gemeinde, die Problematik, Uhrzeit 17 Uhr und 5 Minuten am Montag. Die Problematik war ja, also, ja, jetzt ist es halt etwas ungewohnt. Ich muss mir da noch dann für unsere Gespräche was einfallen lassen. Aber ihr seht schon, von der Helligkeit her sind wir auf der sicheren Seite und Platz habe ich hier zum Saufuttern. Ja. Jo, anstrengende Woche. Auf jeden Fall, deswegen auch nur ein kurzes Statement. Wir sind mehr oder weniger, Freunde, auf der Zielgeraden sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Sagen wir mal, wir haben so die ersten Runden haben wir überstanden. Das hier, was ihr jetzt gesehen habt, ist Version Nummer 6. Und das soll meines Erachtens nach auch die finale Version sein. Hä? Wie ich hier noch die ganzen Werkzeuge aufhänge und so weiter und so fort, das werden wir noch sehen. Ich habe ja hier noch meine Sägeringzangen, die ich noch unterbringen muss. Die haben allerdings so einen blöden, da ist eine Feder und da dazwischen durch geht nur so eine kleine Schraube. Und da habe ich mir lieber die Werkzeugwand gemacht als irgendwas anderes. Wir haben die Stellversuche gemacht. Für uns war das so eigentlich am besten. Also so hat es am besten funktioniert und so soll es auch bleiben. Ja, zum Verschrotten bin ich noch nicht viel gekommen, weil ich habe noch nicht eine einzige, Kiste, das stimmt nicht. Ich habe schon die eine oder andere Kiste ausgepackt, aber die anderen Kisten noch nicht durchgeklaubt. Und das möchte ich ja machen und ich möchte mich ja von dem ganzen Altklump, möchte ich mich trennen. Jo, irgendwo steht jetzt noch ein Karton, den ich bekommen habe. Wartet mal eben kurz. Will ich euch doch mal eben kurz zeigen, was ich bekommen habe. Ein Unpacking, oder wie heißt's? Unboxing. Oh. Na komm schon raus hier. Platsch. So. Tada! Eine neue Vakuumpumpe. Anderer Hersteller. Diesmal definitiv Deutschland. Diesmal definitiv eine deutsche Bedienungsanleitung. Und einmal definitiv dieselbe Pumpe, die ich hatte. Dann machen wir mal so einen kurzen Vergleich. Ja, nur langsam, ich bin gleich soweit. Seid nicht so ungeduldig. So soll es mal sein. Ah ja, da sehe ich schon den ersten Unterschied. Das hier hat einen Kaltgerätestecker. So, also meine alte hat einen Kaltgerätestecker. Das Kabel ist hier fest. Ja, die ist, ich sage mal, die ist genauso wie die andere auch. Tja, puh, das hat jetzt aber eine Weile gedauert. Aber jetzt gehört sie. Moment. Die saugt jetzt also wieder einen Golfball durch 50 Meter Wasserleitung. Perfekt. We'll be right back.
Jo, ihr Lieben, Zwischenbericht beendet. Ich bedanke mich für euer Interesse und vor allen Dingen bedanke ich mich für eure Kommentare in der letzten Zeit und auch für dieses Video. Ja, rechts, links, schauen wir, was wir machen. Es ist jetzt 20 vor 6. Jetzt hatte ich gerade vorhin einen Schock gekriegt. 20 vor 7 wäre ja brutal. Ne? Es ist 20 vor 6. Ich rüste mich jetzt zum Feierabend und dann werden wir schauen, wann das nächste Video kommt. Ich wollte mich einfach bei euch mal melden und so ein Quick and Dirty mal so ein Raushauen von der neuen Werkstatt. Ja? Und ich hoffe, dass es bald mit dem Ofen klappt, weil hier drin ist es kühl. Das ist halt das Problem. Ich habe es nicht mehr so mollig warm und schnuckelig. Aber das hier wird, liebe Freunde, das wird. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Pfiat euch. Baba.